ist ja Europawahlen. Die wollen, dass Millionen von Menschen dieses Land verlassen. Herr Ernst, deswegen ist, nein, Herr Ernst weiß das ja, und wir haben uns auch nicht gegenseitig zu überzeugen. Der entscheidende Punkt meiner Sicht Sie wissen selbst. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass wir begreifen, dass Russland gar nicht verhandeln wollte. Als Russland vor Kriegsbeginn im... Das ist eine Lüge. Russland hat vor Kriegsbeginn den USA Verhandlungen über den Status der Ukraine angeboten. Die Antwort aus Amerika war, es gibt nichts zu verhandeln. Man hat im Gegenteil ein Lend-Lease-Programm beschlossen. Also man hat beschlossen, den ukrainischen Streitkräften Waffen im Milliardenwert zu überlassen. Das war im Januar 2022. Zelensky hat ein paar Tage vor Kriegsbeginn davon gefaselt, dass man das Budapester Memorandum aufheben wollte. Implizit die atomare Bewaffnung der Ukraine gefordert. Also, dann sagt man, Russland wollte nicht verhandeln. Das stimmt einfach nicht. Und im Frühjahr 2022 war Russland sofort zu Verhandlungen bereit, als die Ukraine dann verhandelt hat. Aber die Ukraine hat sich auf Druck des Westens dagegen entschieden, einen fertig verhandelten Friedensvertrag zu unterschreiben. Im Januar gefragt wurde, was denn ihr Ziel sei, dann sagten sie Abzug der Amerikaner aus Europa, einschließlich der Nuklearwaffen, Austritt aller früheren Warschauer Paktstaaten aus der NATO und Austritt aller früheren Sowjetrepubliken, das war auf die drei baltischen Staaten gemünzt, aus NATO und EU. Das heißt, eine Umkehrung der Friedensordnung, die wir seit 1990 haben. Putin hatte nie etwas gegen die NATO-Erweiterung und das erwähnt er ja auch gar nicht im Krieg gegen die Ukraine. Er sagt, die Ukraine muss entnazifiziert werden. Ja, weil man in Russland lange Zeit noch selbst hat, Teil der NATO zu werden. Weil man in Russland, bis Anfang der 2000er ein sehr naives Bild gegenüber dem Westen hatte, das stimmt. Naja, aber auch diese russischen Maximalziele, die von irgendwem dort ausgegeben sein mögen, sind ja nicht die offizielle russische Position. Die offizielle russische Position zur Beendigung des Ukraine-Krieges und nicht als strategisches Maximalziel in 50 Jahren, sondern als Bedingung für das Ende des Ukraine-Krieges hatte ich vorhin schon genannt, Anerkennung der territorialen Realitäten und Neutralität. Das sind die zwei wichtigsten Bedingungen, die der Westen sich sperrt, zu akzeptieren. Pazifiziert und demilitarisiert werden, aber er bekämpft die Zivilbevölkerung. Und es war Prigozhin, den er dann umgebracht hat, der gesagt hat, wir sind einmarschiert in die Ukraine und wir haben gar keine Nazis vorgefunden. Wir haben unsere Armee ruiniert. Das war Prigozhin. Dafür ist er gestorben. So, Herr Ernst, Sie sehen... Nein, also... Jetzt allein schon die Theorie, dass Putin Prigozhin umgebracht hat, ist naheliegend, muss man sagen. Aber ist jetzt auch noch nicht bewiesen, jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Prigozhin hat versucht, in Russland zu putschen. Er hat seine Wagner-Miliz gern Moskau marschieren lassen und wollte, dass die oberste Führung der Armee beseitigt wird. Und ja, hätte damit... Ja, hat damit bürgerkriegsähnliche Zustände in manchen, also ein paar Tage zumindest ausgelöst. Also das Kiesewetter, das hier jetzt so darstellt, als wäre Prigozhin in Ungnade gefallen, weil er die Wahrheit gesagt hat, das ist dann schon sehr seltsam. Prigozhin war doch einer der entschiedensten Nationalisten, einer derer, die eigentlich immer gefordert haben, den Krieg noch härter zu führen. Einer, die beispielsweise auch den Rückzug aus Kherson kritisiert hatten. Die zivile Zerstörung. Ja, das ist Folge des Kriegs und deshalb muss er beendet werden. Weniger Wer Krieg, beendet denn die weniger Krieg? Krieg heißt weniger Zerstörung, weniger Leid. Übrigens ist es ja nicht so, dass die Ukrainer da alle mit Hurra-Patriotismus bei der Sache sind. Wir haben 200.000 Soldaten, offen Soldaten, fähige Männer, die hier in der Bundesrepublik leben. Die würden Sie gern zurückschicken in die Ukraine, habe ich gelesen, zum Kämpfen. Die sind hier. Und das habe ich nicht gesagt. Ich habe es gelesen im Interview. Nein, wir nehmen denen nur das Bürgergeld weg und üben auch sonst so Druck auf die aus, damit die da bitte hingehen. Aber ich will die nicht zurückschicken. Nein. So meinte ich das dann doch nicht. Entscheidend ist vielmehr, nein, ich will das mal sehr deutlich ansprechen, es sind über 600.000 Menschen, Männer im wehrfähigen Alter in ganz Europa, denen wir keine Angebote machen, dass sie im Heimatschutz, im Zivilschutz, im Katastrophenschutz... Das ist unfassbar. Denen wir keine Angebote machen. Wie kann man für diese Kriegstreiberei so einen euphemistischen Sprech finden? Denen wir keine Angebote machen, sprich auf die wir Druck ausüben, dass sie zurück in die Ukraine zum Sterben gehen. Und dann redet er da von Zivilschutz. Die Truppen in der Ukraine, die werden an vorderster Front verbraucht. Wenn die Soldaten erstmal in der Ukraine sind, dann wird die ukrainische Regierung sie, sobald die Soldaten an der Front knapp werden, natürlich auch dort einsetzen. Das ist so ein Phantasma, was Kiesewetter hier aufbaut.
Ja, er versucht hier gerade rhetorisch zu beschreiben, dass er die Menschen schon gerne zurückschicken würde, aber versucht das rhetorisch jetzt so zu verpacken, dass es nicht so grausam klingt, wie es dann in Wahrheit eben ist.